Leute, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Für die, die das erste Mal zu sehen, ich bin die Nadja und zwar stehe ich hier gerade vor meinem Kleiderschrank. Wir haben jetzt 5.18 Uhr morgens und ja, unser Uber kommt auch demnächst. Wir müssen noch ein Uber bestellen und dann geht's ab nach Barcelona. Und zwar habe ich in zwei Tagen habe ich jetzt Geburtstag, ne? Also, eigentlich wollte ich feiern, ne? Ich wollte groß feiern, weil ich dachte mir so 22, ich weiß nicht, ich mag 22, ich fühle das sogar mehr als 21 und ich wollte das unbedingt feiern, aber da es in den Sommerferien ist und mitten in der Woche ist, ein Donnerstag dieses Jahr, haben einige keine Zeit gehabt, sondern sind im Urlaub oder ein bisschen arbeiten oder sowas, dachte mir so, ja okay, dann mache ich halt was anderes, was Entspanntes und ich wollte dann einfach einen Wellnessurlaub und das mache ich auch jetzt mit meiner Schwester und meiner Cousine. Die werdet ihr auch später sehen, aber die sind gerade alle am Packen. Ich war gestern Abend nämlich arbeiten, also meine Schwester und ich waren gestern arbeiten, Prisa ist gestern angereist und ja, wir waren alle so erst kurz vor 0 Uhr zu Hause, haben ein bisschen Wein getrunken, geschwätzt und so. Eine Arbeitskollegin ist kurz mitgekommen. Dann haben wir bis 2 Uhr morgens geschwätzt, Leute. Und mein Arbeitskollege muss sogar morgen arbeiten. Auf jeden Fall. Bis 2 Uhr morgens haben wir dann geschwätzt und haben dann versucht zu packen und alles drum und dran, weil wir natürlich nicht gepackt haben, meine Schwester und ich. Immer dieses Last Minute, ich glaube, das liegt in der Familie, ne? Auf jeden Fall haben wir versucht zu packen, bis 3 Uhr haben wir versucht uns zu konzentrieren, aber wir waren so müde und haben gesagt, okay, lass eine Stunde bis 4 Uhr schlafen, dann machen wir das. Ja, wir haben dann verschlafen bis 4.30 Uhr und jetzt versuchen wir alle noch so gut es geht zu packen. Auf jeden Fall, das ist so krass, ne? Das wird ein Wellnessurlaub in Barcelona. Bisschen ungeplant sind wir und meine Schwester und ich haben gesagt, wir gehen auf jeden Fall shoppen in Barcelona, weil sie hat gemeint, sie war da schon mal und sie hat gemeint, man kann da richtig nice Sachen kaufen, Schuhe, Klamotten, Sonnenbrillen, soll richtig, richtig nice sein. Und ja, deswegen nehmen wir alle drei ein Handgepäck mit, aber noch einen riesen Koffer, so einen großen Koffer, aber leer. Das heißt, wenn wir da shoppen gehen, tun wir alles reinpacken. Ist eigentlich voll schlau, ja? So Leute, wir sind hier voll in diesem Fancy-Bus, ja? Guck, ich zeig's euch mal. Auf jeden Fall. Ja Leute, wir sehen uns dann in Barcelona, weil ich denke, hier am Züricher Flughafen muss ich nichts zeigen, nichts aufnehmen. Wir werden nichts machen, außer unseren Koffer abgeben und dann direkt zum Gate laufen. Wir sind zum Glück schon eingecheckt. Aber ja, wir sehen uns dann drüben später. Don't mind my face, please. Das glänzt wie sonst was, aber auf jeden Fall, wir sind jetzt in Barcelona angekommen. Die Mädels da vorne. Und ja, wir schauen jetzt, wo der Metro ist, oder das Metro, oder die Metro. Ich glaube, die Metro. Und dann, ja, geht's los. Aber eigentlich ist es eh viel zu früh. Wartet, so viele Leute gucken mich gerade an. Also, schaut mal mein Publikum, ich fühle mich so fame. Gehen jetzt auf jeden Fall ins Hotel, machen uns dann frisch und so weiter. Und dann geht's auch schon weiter in die Stadt. We'll be right back.
Leute, wir stehen gerade hier, wir waren da essen. Ja, wir rennen gleich. Und es regnet einfach fürchterlich, okay? Schaut es euch an. Es regnet einfach schrecklich, aber wir haben jetzt gesagt, wir nehmen Taxi. Eigentlich haben wir nur 10 Minuten zu Fuß bis zum Hotel, aber es geht nicht, deswegen rennen wir jetzt zu diesem Taxi. Einen Moment. Zu dem Taxi rennen wir jetzt. Da vorne. Aber warte, sein Licht ist an. Ich glaube, er fährt gleich weg. Nicht, dass wir da sind, sondern... Oder fährt er los oder sind wir im Regen? Was? Rennen wir? Okay, warte. Ja? Okay. Okay, Leute, wir sind im Taxi. Wir sind gar nicht so nass geworden. Weil es gab Mädels, die waren echt extrem nass. Nur 100 Meter rein, also. Ja. Die sahen aus wie frisch geduscht. Ja, Mann. Es regnet so heftig, ja. Was ist das? See who they eat. I'm asking for a friend. I'm asking for a friend. Yeah, yeah. Who they eat? I say who they eat. I'm asking for a friend. I'm asking for a friend. Yeah, yeah. Can I be your side nigga? I say me sir. Can I be your side nigga? Nah nah nah. That's all I want to know. That's all I want to know. And if your answer be no, then you for be my girl. Break up with your boyfriend on board. Break up with your boyfriend. No deceiving, no teasing. I need you to get up off on the dance floor. Get me what he asked me for. Cause I feel like busting loose and I feel like touching you. So Leute, was geht ab? Wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt. Und jetzt beginnt das Shopping. Ich hoffe echt, die viele, viele Sachen, ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt shoppen. Mal sehen, viele Tüten. Wir alle am Ende haben werden. Ich glaube, ich habe euch gar nicht unseren extra Koffer gezeigt. Ne? Wir haben extra Riesenkoffer. Oh shit. Wir haben extra Riesenkoffer mitgenommen, um unsere ganzen Shopping-Sachen reinzumachen. So, we are ready. Wir sind vorbereitet, ne? Und ja. You gotta be a transformer. Say you have sickness, I'll be a love doctor. Say you have weakness, y'all do specialty. Oh, it no be juju. Let me strong, I hold you. Something be about you. Drive me crazy, that's true. Number one, you're queen too. Hey, you're queen too. Taking my heart, so don't give me back up. Give me love, baby, please don't stop. Carry your baby, I carry for you. Give me love, baby, please don't stop. Let me, my baby, I kick up to you. For your love, baby, things like a drop. Taking my heart, so don't give it back, oh. Give me love, baby. All your wishes and want to. Oh, best share me, oh. All your wishes and want to. Ah, oh, bet my me more. All your wishes and want to. Oh, best share me, oh. All your wishes and want to. Ah, oh, bet my me more. Skelewa, skeskelewa. Girls gone wild, Mrs. Skeskelewa. Follow, call them and talk. Give you a tape back, give you a one more. Give you never slack, no girl ever track things like this. Taking my heart to it, don't give it back, oh. Give me love, baby, please don't stop. Carry your baby, I carry for you, oh. Give me love, baby, please don't stop. Tell me, my baby, I cater to you, oh. For your love, baby, things like a drop. Taking my heart to it, don't give it back, oh. Give me love, baby. Hier sieht es noch voll schön aus. Und dann kommen wir zur Realität. Ja, wie ihr sehen könnt, ich war jetzt bei Pimpi, Zara und bei Alcott oder so. Keine Ahnung, war da noch nie shoppen. Auf jeden Fall, ich muss leider zugeben, die Preise sind genauso wie in Deutschland. Also in der Schweiz ist natürlich teurer, aber die Preise sind genau wie in Deutschland. Aber ich fand die schön, deswegen habe ich die jetzt geholt. Aber ich dachte mir so, hier ist vielleicht irgendwie Sale oder diese No-Names-Shops. Aber die haben, also wir haben schon ein paar entdeckt, aber die hatten nicht so krasse Klamotten.
Weil ich kann mich erinnern, als ich damals in der Klasse in Valencia war, gab es schon Läden und krasse Klamotten, aber es ist auch schon 4-5 Jahre, drei Jahre oder so her. Auf jeden Fall, diesmal bin ich von Barcelona ein bisschen enttäuscht, aber wir waren ja noch nicht in Anläden. Vielleicht gehen wir morgen noch mal ein paar andere Läden, andere Straßen vorbei. Und was ich sagen wollte ist, die Preise sind genauso wie in Deutschland, deswegen, wenn ihr nach Barcelona kommt, erwartet nicht zu viel wie ich. Das ist ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt auch voll lange gebraucht, bis ich was gefunden habe, aber Hauptsache ich habe was gefunden, ne? Okay. Gell? Nicht gut. Leute, die Belichtung. Guck mal, careless. Wow. Okay. Die kurze Hintergrundinformation: Nadia ist drunk und schminkt ihre Schwester. Yeah, Betty, yeah. Es tut mir wirklich leid, Leute, dass ihr es nicht besser seht, aber die Belichtung ist trash. Aha, jetzt ist es besser. Was hat sie gemacht? Erzähl mal, was du gemacht hast. Ich habe jetzt Lidschatten gemacht. Und jetzt gehen wir rüber zum Eyeliner. Ja. Mann, es wird nicht scharf. Na ja. Das fühlt sich ganz schön lang an. Ich will nicht aus wie eine Trans, ey. Aber Leute. Stimmt unten in den Kommentaren ab. Hab schlimmer aus hinten, weil ich Scheiße. Was macht sie denn? Was sie denn hier? Moment, es wird nicht scharf, deswegen sehe ich selber nicht genau. Du mit der richtigen Auge. Was macht sie denn? Sie gibt ihr Bestes. Das kann ich sagen. The funny thing is, she's not even ashamed of her work. Amen. Hey, mein Mann. Steffi, geh ich abschminken. Schau, wie schnell ist die Sache. Nein, das ist halt so schlimm, Leute. Man kriegt das noch hin. Das Ding ist, andere Menschen schminken schon anders. Das ist dir bewusst. Ich mach nicht so viel Make-up. Guck, damit du noch ein bisschen natürlich aussiehst. Ein bisschen natürlich. Aber ich finde deine Augen sind echt nice aus. Passt zu deinem Kleid. Ja? Du brauchst eh nicht. Also, die Farbe ja. Du brauchst eh nicht viel Make-up oder kaum Make-up, weil du siehst doch so gut aus. Amen. Ich mach mal selber ein bisschen Make-up. Ja, okay. Das, so, Leute. Das war's. Das ist für dich viel zu lang. I hope you enjoyed it. And subscribe to the channel and give it thumbs up. So Leute, das ist mein Auto für heute Abend. Wir gehen jetzt ein bisschen feiern in so einem Club, das heißt Schoki oder Schoko? Schoko. Ich kann es euch noch nicht empfehlen, weil ich war noch nicht dort. Aber laut Stefanie sollte es gut sein. Und ja, wir sind jetzt ready und wir gehen jetzt auch gleich los. Wir sehen uns dann nach dem Feiern wieder, ja?
Guten Morgen, Leute. Und wir gehen jetzt ins Wellness runter und gönnen uns ein bisschen Massage, Sauna und alles drum und dran. Ja, ich nehme euch jetzt mit und ja, wir werden, ich weiß nicht, ob wir hier an den Strand gehen werden, aber ich glaube eher nicht, weil das sollte eher so ein Shopping-Wellness-Bidet sein und ich habe genug Strände gesehen, deswegen bin ich mir nicht sicher, aber falls ihr gehen sollt, nehme ich natürlich mit. Es geht jetzt ab in die City Part 2. Versuche mal wieder irgendwas shoppen zu gehen, irgendwas zu finden. Und diesmal hoffe ich, dass ich mehr finde. Darf ich euch meine Schwester zeigen? Looking good, you know? Da meine Cousine Prinzo. Dreht euch mal um. Come on, zeigt euer Outfit. Hey! Auf jeden Fall, ja. Hier ist die Stadt und vielleicht sehen wir heute andere Spots, die ich dann euch zeigen kann. Also bis später. Hey Leute! Ja Leute, in ein paar Minuten ist mein Geburtstag und wir gehen jetzt feiern. 45 Minuten noch. Achso. Gonja. Jetzt gleich ein bisschen Party machen, in meinen Geburtstag reinfeiern, wisst ihr. Und ich nehme euch mit. Aber ich nehme mein Handy mit, weil mit der Kamera ist ein bisschen kritisch, wisst ihr. Deswegen nehme ich mein Handy mit und versuche so ein paar Sachen aufzunehmen und so. Und ja, wir sehen uns dann später im Club, Leute. In 8 Minuten habe ich 7 Minuten, habe ich Geburtstag, was geht ab? Happy Birthday!
gedacht habe, ist 22. Manche sagen Forever 21, aber ich bin Forever 22. Ich liebe diese Zahl einfach. Ich wollte schon immer 22 sein. Jetzt bin ich es einfach. Hey! Lass mich euch mal mein Outfit zeigen. Was ja? Auf jeden Fall, das hat mein Papa mir in Ghana machen lassen. Und das Krasse ist, ich habe ihm die Maße nicht mal gegeben. Er hat der Schneiderin einfach nur ein Bild von mir gezeigt. Und jetzt halt echt gut hin. Ist zwar schon ein bisschen locker, aber das ist trotzdem richtig gut dafür, dass ich meine Maße nicht hatte. Und ja, mein Papa did a great work. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt essen. Wir gehen jetzt erstmal entspannt Mittagessen. Ja, wir nehmen uns jetzt mit, Leute. Bis gleich. So Leute, wir sind noch eigentlich jetzt am Ende des Tages angekommen. Also eigentlich ist es noch nicht Ende des Tages, aber Ende des Ausflugs, also Ende des Trippes. Prisa ist schon weg, weil ihr Flug nach Stuttgart war ein bisschen früher, um einiges früher, 5 Stunden früher. Sie ist auf jeden Fall schon weg. Wir haben 16:36 und Stefanie und ich haben uns jetzt noch in eine Bar gesetzt und kriegen jetzt einen Friedhof und noch ein bisschen rumgelaufen durch die Altstadt und gehen auch jetzt gleich wieder zurück zum Hotel, um unsere Sachen zu holen und dann ab zum Flughafen. Ich glaube, ich will auch nichts mehr aufnehmen jetzt. Wir kriegen jetzt unsere Mojitos fertig. Also, auf jeden Fall, es ist nichts kaputt, aber schaut es euch mal an, das Ding lebt. Seht ihr das? Auf jeden Fall, ich habe eigentlich Mango bestellt, gehabt, aber auch Strawberry. Also auf jeden Fall, ich habe Mango bestellt, gehabt, habe auch Strawberry bekommen, Mojito, aber schmeckt eigentlich trotzdem gut. Hier, mein Geburtstag war wirklich toll. Ich habe es nur mit meiner Schwester, meinen Cousinen verbracht, obwohl ich groß feiern wollte, aber dennoch war es echt, echt nice. Ich werde keine Nachfeier machen, kein Bock irgendwie, ist genug, ist genug. Und ja, ich bedanke mich bei jedem, der meinen Vlog jetzt bis zum Ende angesehen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!